Okay, dann nach Beutags fragen wir die anderen. Abel, mir möchtest du doch irgendwelche Schicksalspunkte verbrennen? Du hast ja gar keine mehr. Ja, genau, ich habe keinen Schicksalspunkt mehr. Ja, ich bin einigermaßen beeindruckt irgendwie von dieser Auseinandertreffen von drei elementaren Meistern, weil du hast halt Aventurien seit Jahrhunderten oder Noch Äonen vielleicht schon nie. nicht Das wurde noch gesehen. nie gemacht. Ja, die Äonen will ich nicht behaupten, aber in diesem Äon wahrscheinlich noch nicht, nein. Ja. Also auf Aventurien haben sie sich noch nicht versammelt. In der zweiten Sphäre sicherlich, ja. Ja, im vergangenen Äonen vielleicht auch noch schon mal, aber das sind ja Spekulationen, da war ich nicht dabei, insofern. Es ist beeindruckend. Und aber mir, was nimmst du mit? Ich glaube, man kann die nicht mitnehmen, betrachten. Sie werden uns helfen, aber. Nein, ich meine, was hast du gelernt? Du hast gesehen, wie ich es gemacht habe, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, ob ich jemals solche Meisterschaft erreichen werde, aber in diesem Leben, in meinem kurzen Leben wahrscheinlich noch, die da kommt. Aber ich beglückwünsche euch zu eurem Erfolg. Dankeschön, Dankeschön. Es war nicht ganz einfach. Aber, naja, da sieht man ja mal wieder, elementare Magie, die von Sumo gegeben ist. Damit läuft das schon. Nicht wahr? Euer Bandkreis war fehlerhaft. Hättet ihr einen Moment lang die Kontrolle verloren, hätte es euch zur Asche verbrannt. Ach, Papalapap, was heißt denn hier Kontrolle verlieren? Ich bin im Bund mit diesem Wesen. Da ist keine Kontrolle im Sinne von, ich gebe ihm etwas vor und er tut es. Nein, es sind Wünsche und ein gleichzeitiges und tiefes Verständnis einer Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Und wenn ihr das oft genug sagt, wird er es euch vielleicht sogar glauben. Nun, ihr braucht es mir nicht zu glauben. Er handelt doch nach dieser Prämisse. Ja, natürlich. Kontrolle ausüben müssen nur die, die ansonsten keine haben. Das macht absolut keinen Sinn. Okay, Serpentilio beschwört weiter Dämonen. Ventilio schaut nochmal auf Findest du das das Vieh, macht dann sinnvoll? das Fenster zu und zieht seinen eigenen Bannkreis weiter, der aber funktioniert, verdammte. Und hier noch Schreibbriefe für die Nachwelt, just in case. Ja, dass du nicht überleben solltest. Haben wir jetzt den 30. Warte, gerade noch 30 Tage. 30. Morgen fangen die Namenlose an, dann werde ich tatsächlich am Abend bei Zudamin aufschlagen. Ich würde gerne mit Ruhe noch sprechen, aber gut, Schluss machen. Ich habe auch noch was vor, aber ich rede gerne mit Serpentilio. Dann fangen wir mit euch beiden an, ja? Er kommt an und hat, ich würde sagen, von Abelmir geklaut, aber er schließt seinen Shit mittlerweile weg. Er hat irgendwoher noch eine Flasche guten Wein bekommen. Kapitania? Serpentilio. Es ist beinahe soweit. Ja, in der Tat. Und Gebe es zu, es. muss wahrhaft schlimm stehen, wenn ihr freiwillig eure Studierstube verlassen habt. Nun, es gibt viel zu tun, aber naja. Es wird seltsam sein, sich abgewöhnen, euch bei diesem speziellen Titel zu nennen. Nun, wenn dieser Fall eintreten sollte, dann werde ich es gerne in Kauf nehmen, diesen Titel abzulegen. Wie schätzt ihr unsere, nennen wir es Chancen ein? Nun, Raphim wird uns fehlen auf der Plagenbringer und auch sonst. Genau das ist es, was mir besorgt. Und nun, was alles andere angeht, ich gestehe, ich war pessimistisch. Ich weiß nie, ob ich eine militärische Situation richtig einschätze, denn nun ja, ich bin relativ neu in diesem Feld. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass diese merkwürdige Begegnung mit dieser Tulmyria mir ein wenig Hoffnung gegeben hat. Denn sie scheint zu glauben, dass wir die Gewinnerseite sind. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand sozusagen von der Gegenseite auf diesen Gedanken kommen könnte. Glaubt sie das oder sagt sie euch das nur, damit ihr ihren Worten gewogener seid? Nein, das denke ich nicht. Gewogen hat sie mich damit gemacht. Nun, dass sie Menschlichkeit gezeigt hat. Sie scheint ihren Bruder zu lieben und was auch immer genau ihre Geschichte zu sein mag. Ich denke, sie sind keine schlechten Menschen.
Aber dass sie ernsthaft glaubt, dass unser Unterfangen Aussicht auf Erfolg hat. Nun, das ist doch etwas. Immerhin einer von uns. Wisst ihr, es ist noch nicht zu spät, die ganze Sache mit dem Bärengefüge einfach sein zu lassen und uns ins Gildenland abzusetzen. Ich kenne da einen Kapitän in Mengbila. Und ihr meint, das Gildenland wird nicht betroffen sein? Ich sage Ihnen, man hat dort Mittel und Wege, um sich dem Sphärenchaos zu entziehen. Nach allem, was man hört? Nein. Wir haben diese Aufgabe angenommen. Ich nehme nicht an, dass ihr vorhabt, euer Leben zu opfern, aber ich bin zuversichtlich, dass ihr tun werdet, was ihr könnt. Und ich bin froh, euch an meiner Seite zu wissen, in dieser dunklen Stunde. Ebenso, Kapitän, ja. Was das Leben opfern angeht. Er kramt in seiner Tasche, zieht sie dann komplett raus, kramt dann in der anderen und legt einen silbrig-schwarz glänzenden Ring auf den Tisch. Ich muss eure Größe raten. Diese hier sollte euch vor dem Schlimmsten bewahren, wenn es denn darauf ankommt. Gibt es dazu auch wieder einen neuen Zungenbrecher? Nein, konzentriert euch einfach darauf, was ihr wollt. Mit hinreichend viel Willenskraft dahinter, ihr versteht? Zulamin nickt. Danke, Serpentilio, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, er bringt euch Glück. Ja, das können wir alle gut gebrauchen. Er erhebt sich dann und bleibt noch in der Tür stehen. Ich nehme an, ihr werdet die Kapelle aufsuchen. Ja. Es wird nichts bringen, aber betet für mich mit. Kann ihr nicht schaden. Das tue ich immer. Und dann geht er ab. Dann machen wir weiter bei Haldan Rogel. Und? Wer war das? Abelmir. Ja, ich weiß nicht, wo Haldan Rogel untergekommen ist auf dem Schiff oder jetzt hier in der Stadt. Also er hat ja durch den Baron, ist er gemeinsam mit, also der Baron Travigor, der wird auch in der Stadt untergebracht sein. Auf eins der Heldenschiffe wird er segeln. Aber Haldan Rogel hat auch eine Hängematte bekommen im Unterdeck bei euch. Die sind ja sehr frei in letzter Zeit geworden. Also er kann da schlafen. Das heißt, du könntest ihn dort finden. Priodur war ja auch gemeinsam mit Haldan Rogel aus der Wüste gekommen. Ja gut, der wird auch nicht unter Deck schlafen. Der wird nicht unter Deck schlafen, nein. Ja, ich würde unter Deck mal gehen und mit einem Blick die restlichen Matrosen aus ihren Hängematten verscheuchen, dass wir alleine sprechen können. Verschwindet. Geh doch selber weg. Ja, wir gehen ja schon. Du bist ja gar kein Kapitän mehr. Geht einfach. Ja, sie verschwinden dann und kannst dann in einen entmutigten Haldan Rogel blicken. Wie geht's dir? Ich bin schon zweimal aus der Hängematte gefallen. Ihr werdet euch nicht mehr daran gewöhnen, wahrscheinlich. Ich wollte euch kennenlernen. Seid ihr diesem. Also, ich soll die Kiste tragen, hat der Mann gesagt. Also, der Zwerg. Also, ich glaube, ja, schon ein Mann, aber ich habe kein Zwerg, ist immer noch ein Zwerg. Ja, vermutlich schon. Also, ja, der Zwerg hat gesagt, ich soll eine Kiste tragen. Ja, eine wichtige Kiste, hat er gesagt. Eine wichtige Kiste ist bestimmt eine wichtige Kiste, sonst würden sie ja mich fragen. Es ist eine sehr wichtige Kiste. Und ihr müsst wissen, was ihr dort tragt. Habt ihr schon einmal von einem Splitter der Dämonenkrone gehört? Also, ich muss sagen, ich bin natürlich, müsst ihr wissen, ein sehr studierter Mann. Ich war ja immer in der Priorschule. Ja, ich immer war ich da. Ja, zweimal war ich krank, aber sonst war ich immer da. Aber das Thema war wo dran, als ich gerade krank war. Gut. Die Dämonenkrone war die Krone des Namenlosen. Borba trug sie nach ihm. Und der Splitter ist ein Bruchstück dieser Krone. Sie wird euch versuchen. Die Erzdämonin wird euch versuchen. Ihr müsst ihren Einfluss so widerstehen.
Ja, der Prajudo sagt auch immer, wir müssen aufpassen, weil die Ärztemon, die sind böse. Und wenn die böse sind, dann wollen die uns böse Sachen. Deswegen, so wenn ich irgendwas nicht sagen, meint die sowas. Sie wird euch Versprechungen machen. Ihr müsst ihnen sagen. Könnt ihr das? Was ist euer größter Wunsch? Ja. Das ist jetzt natürlich gar nicht so eine einfache Frage, muss ich sagen. Also ich hätte gerne... Also... Ja. Wisst ihr, ich wollte schon immer mal beim Dorffest gewinnen. Aber müsst ihr wissen, der vom Nachbarsfeld, der schummelt immer. Der ist beim Wettlauf immer schneller als ich. Sie wird euch versprechen, dass ihr Herrschaft über eure Untertanen habt, eure Mitbauern, sogar Herrschaft über den Baron, über den Kaiser. Sie wird euch alles versprechen. Der Splitter wird euch versuchen. Es sind Lügen. Ja, warum machen wir denn das mit dem Splitter denn dann? Das klingt ja gar nicht gut. Er muss vernichtet werden. Und ihr werdet wahrscheinlich am nächsten in dran sein zum Schluss. Über eine lange Zeit. Also wir nehmen den Splitter dahin. Wieso nehmen wir denn den Splitter mit denen dahin? Das ist ja doof. Warum machen wir den denn nicht jetzt kaputt? Wir haben ihn noch nicht. Wir müssen ihn erringen und dann müssen wir ihn von hier fortbringen. Und was soll denn die Kiste? Die Kiste wird euch vor den schlimmsten Auswirkungen abschirmen. Ohne diese Kiste werdet ihr verwandelt werden in ein unaussprechliches Ding. Also nicht direkt anfassen, sagt ihr. Ihr werdet nur die Kiste tragen, in der der Splitter liegt. Öffnet die Kiste unter keinen Umständen. Egal, was ich oder sonst jemand sagt, öffnet diese Kiste niemals. Also, ich weiß schon nicht warum, aber mir hat noch gar niemand gesagt, wie wir da wieder rauskommen. Ich dachte, ich so als wichtiges Mitglied der Rettungsmannschaft. Oder wie? Vertraut mir einfach. Bleibt einfach bei mir. Dann werdet ihr in Sicherheit sein. Oh, ihr Midas, da seid ihr ja. Habt ihr wieder eine schöne Münze für mich zum Spielen? Aber ja, schaut mal, dies ist eine Silbermünze. Und ihr bleibt selbstverständlich bei Abelmir, nicht wahr? Und dafür gebe ich euch diese Münze. Ja, Abelmir hat gesagt, ich soll nie auf die bösen Splitter hören, müsst ihr wissen. Ich bin ganz wichtig. Aber das ist richtig. Aber wir sagen es keinem nicht, dass die anderen neidisch werden, dass ich so eine wichtige Aufgabe bekommen habe. Aber mein lieber Haldan, ich werde euch doch begleiten. Macht euch keine Sorgen. Ja, ihr seid ja auch da. Da machen wir ja gar keine Sorgen. Und der Herr Fax wird über euch wachen und lachen. Ja, also ich habe auch meine Fackeln angespitzt. Oh, das ist sehr gut, nicht wahr? Ich habe schon. Abelmir. Nun ja, ich weiß nicht, ob das ihm hilft, okay. Aber vertraut einfach auf euch selber. Und wie gesagt, öffnet niemals diese Kiste, wenn der Splitter drin ist. Niemals, unter keinen Umständen. Wie groß ist die Kiste eigentlich? Ich höre immer nur von dieser gar so wichtigen Kiste. Nun, wir können sie uns hier einmal anschauen. Sie ist im gesicherten Frachtraum, nicht wahr, Abelmir? Ich denke, sie ist bei Bontags in der Kabine. Der hat seine Kajüte ausräumen lassen. Ich habe gerade diesen grobschlächtigen Mann mit der Krone gesehen. Nun, dann wird sie wohl dort sein. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe ja erst mal Baldax gedacht. Die Kiste war tatsächlich im gesicherten Lagerraum. Also, na gut. Jetzt Baldax da reinbringen lassen. Sollen wir dann jemanden holen gehen und fragen, ob wir in den Lagerraum dürfen? Aber... Ihr wollt doch nicht... Ja, macht was ihr machen müsst. Dieses Mal. Natürlich. Ja, kommt, Haldan. Ich zeige euch die Kiste und wir lassen den Herrn Studierten Abelmir noch ein wenig weiter in Gedanken versinken. Ich werde euch begleiten natürlich. Nicht, dass ihr etwas mitnehmt, was euch nicht gehört. Würden wir doch niemals tun. Der Herr Preuß wäre ganz böse. Ich rede nicht von euch, sondern von Midas. Ja. Das würde Midas auch nicht machen, da wäre der Herr Preuß ja ganz böse und das möchte Midas ja auch nicht. Guck mal, wie nett er lächelt. Ich werde euch trotzdem begleiten. Guck mal, wie nett er lächelt. So könnt ihr vom Batteriedeck nach unten ins Urlaubdeck gehen, vorbei an den zahlreichen Söldnern, die dann hier auch noch versuchen, Karten zu spielen. Könnt ihr dann draußen schicken. Midas kann das Schloss knacken. Gib mir mal eine Probe, bitte.
Ich würde einfach einen Schlüssel nehmen, den ich irgendwann mal geklaut habe. Ich, okay. Also was? Ich bitte dich. Ah, das ihr dürft hier rein, das wusste ich ja gar nicht. Oh, das ist ja Midas, ihr könnt ja... Also, das ist ja nett. Guck mal, Midas hat schon Schlüssel mitgebracht, das ist mit Denk. Ja, ich frage mich... Die Kapitana vertraut mir voll und ganz. Ein Privileg, das auch Abel mir genießt, nicht wahr? Weiß die Kapitana, dass sie diesen Schlüssel habt? Nun, was die Kapitana nicht weiß, macht die Kapitana nicht heiß. Also weiß sie es nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Er hat ihn gestohlen, aber... Das ist nicht richtig. Der ursprüngliche Schlüssel liegt immer noch bei der Kapitana. Ich habe lediglich eine Wachsreplik angefertigt, ihn gießen lassen. Und nun ja, wie man das eben macht. Ihr habt ihn gestohlen. Nein. Jetzt oder in der Vergangenheit. Bitte. Also Abelmir, hätte ich ihn gestohlen, wäre ich im Besitz des Originals. Das bin ich aber nicht. Ihr habt ihn gestohlen, das Original? Lassen wir das. Semantik. Nun, Semantik ist wichtig, gerade in Prozessen. Öffnet einfach diese Tür und wir schauen uns diese Kiste an. Dass ein Droge weiß, was er tragen muss. Also ist das diese Kiste da vorne, die in der Ecke da? Genau. Sie ist aus einem Material, das sich Koschbasalt nennt. Aber mir wird euch sicherlich mehr darüber sagen können. Es ist ein magisches Gestein, nicht wahr? Ja, es schirmt euch vor schädlicher Magiewirkung ab. Es ist sehr schwer. Und das ist nur die äußere Schicht. Ach, mach doch keine Sorgen, ich bekomme das hin. Haldan reimt seine Hände zusammen, spuckt in beide Hälften, schlägt sich dann auf die Hose und versucht die Kiste aufzuheben. Wie schwer ist denn die Kiste? Oh, da müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Also um die 30 Kilo. Machen wir mal eine KK-Probe. Aldan verhebt sich ganz schlimm den Rücken. Oh! ich bin in die Knie gegangen. Das hat Mama immer schon gesagt, wenn du was Schweres heben willst, musst du in die Knie gehen. Jetzt bin ich in die Knie gegangen. Aldan, ich glaube, ihr müsst das aus dem Rücken heben. Sieht schlimm aus? Ich fühle sie ganz schlimm an. Ich fühle sie ganz schlimm an. Nein, legt euch einmal hin, dann werde ich euch. Midas wird euch massieren. Bitte? Ich habe ihn ganz schlimm verhoben. Das fängt ja nicht gut an mit mir und der Kiste. Nun, Alter, Nabemir, wisst ihr, was in einer solchen Situation hilft? Zur Entspannung trinkt man ein kleines Getränk. Ich habe hier ein Weinregal gesehen und dieser 1684er. Aber mir würdet ihr den dekantieren? Wollt ihr mich? Ja, gern. Ach, ausgezeichnet. Ist das sowas wie, also manchmal im Dorf, da macht jemand, also da kocht jemand in so einer Art Fass, da kocht er auch sowas und danach läuft Aldan, man los. Das ist wie Medizin, ganz genau. Aber mir und ich werden vorkosten und dann bekommt ihr einen kleinen Schluck und ihr werdet euch wie neu geboren fühlen. Es ist ein fantastischer Jahrgang. Wir haben diese Flasche aufgehoben für einen besonderen Zeitpunkte und wenn sie nicht jetzt trinken, wann dann? Ja, habt ihr wohl recht. Erfreulicherweise zwei Gläser mitgebracht. Wer hätte damit rechnen können? Ja, wer hätte damit wohl rechnen können? Wie seid ihr mal so gut vorbereitet? Du hast zwei Gläser mitgebracht? Ja, der Bauern trägt sie in der Flasche. Achso, ja, okay. Kein Glas. Ich dachte eben für dich und Abelmir oder für dich und Aldan. Warum sollte Midas für den vergifteten Schnaps ein Glas für sich selbst mitbringen? Das macht doch keinen Sinn. Okay. Ja, und so sitzen wir im Laderaum und trinken einen sündhaft teuren Wein. Und Heiland trinkt ihn aus der Flasche. Was mir innerlich auch einen Grausen auslöst. Du siehst auch Heiland sieht damit sehr unglücklich aus. Es schmeckt ihm überhaupt nicht. Es schmeckt ja fürchterlich. Aber Mama hat immer gesagt, man muss seine Medizin auch dann austrinken, wenn sie nicht schmeckt. Ja, ist noch ein kleiner Schluck und es. Ist das hier so ein Fall? Warum trinkt ihr das denn? Warum trinkt ihr denn auch was mit? Ist euer Rücken auch kaputt? Habt ihr auch falsch gehoben? Der Abelmir, der ist schon etwas älter und hat einen kaputten Rücken, ja, in der Tat, und ich... Das tut mir aber leid, Herr Abelmir. Ich habe ja gehört, wenn man sich regelmäßig was einreibt, dann soll es besser werden. Ja, dieser Wein sollte nicht ungetrunken sein, und da stimme ich Midas wohl zu. Und wenn nicht heute, wann dann?
Ich setze mein entwaffnendstes Lächeln auf. Seht ihr. Nun, ich habe noch einiges zu tun. Ich würde euch beide hier unten alleine lassen. Ich möchte noch einmal die Capitania aufsuchen. Ihr müsst die Tür wieder verschließen, möglichst, wenn wir draußen sind. Ich drück dir den Schlüssel in die Hand. Ich glaube, er ist bei euch in guten Händen. Ihr habt noch ein Drittschlüssel, vermute ich. Ich tippe mir auf die Nase. Nun, vielleicht. Ihr seid immer so gut vorbereitet, also das ist wirklich gut. Fexgeweihte. Man kann nichts vor ihnen verstecken. Und ja. Sie sind ein ganz seltsamer Haufen. So könnt ihr euch noch etwas gegenseitig kennenlernen, wenn jetzt morgen das Leben von Aventurien abhängt. Das Abelmir muss nicht ankommen, aber wenn Haldan die Kiste trägt, dann muss Haldan überleben. Und Abelmir immer mal so ein aufgezwungenen Lächeln, wenn Haldan wieder irgendwelche Geschichten über seine Mutter erzählt. Er erinnert dich ein bisschen an Nebelklang, aber der ist ja auch schon vor langer Zeit verschwunden bzw. gestorben. Midas kann derweil zur Capitana gehen. Ich würde ganz nonchalant an der Tür klopfen. Herein. Tulamin. Midas. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen. Bitte, setzt euch. Hab Dank. Ich komme gleich zum Punkt, weswegen ich euch aufgesucht habe. Wie sind eure Pläne? Ich werde euch begleiten, das steht fest, doch ich bin mir nicht sicher, ob zum Rudal, ob zu Paligan, ob ins Herz. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Weg ich gehen werde, sollten wir erst einmal auf dem Schiff sein. Das werde ich von meinem Gott abhängig machen. Er wird es mir sicherlich zeigen und weisen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mit euch über eine Kleinigkeit sprechen, denn wir können alle ein wenig Glück gebrauchen. Du siehst, dass Tulamin einen neuen Ring an der Hand trägt und ihr Blick huscht kurz dorthin. Glück, sagtet ihr. Ja, ich hatte darüber nachgedacht, einen Glückssegen zu sprechen, aber ich denke, diese Ehre gebührt wohl euch. In der Tat, dies würde ich gerne in Angriff nehmen, bevor wir uns aufmachen. Aber nun, ihr wisst, wie der Herr Fex ist. Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Fex und alles hat seinen Preis. Ich würde euch also bitten, jeder von euch, eine kleine persönliche Sache vorzubereiten. Etwas, das ihm oder ihr am Herzen liegt. Und dieses kleine Objekt, diese Gabe, werde ich an mich nehmen. Im Austausch erhaltet ihr eine Münze. Eine Glücksmünze gewissermaßen. Ein schöner Gedanke. Ich werde es an die anderen weitergeben. Hab Dank. Das war mir ein persönliches Anliegen. Ich denke, es ist wichtig, das Ganze zu tun, bevor wir auf See fahren. Ein letztes Gespräch, vielleicht ein stilles Gebet, jeder und jede für seine oder ihre Göttin. Dann brechen wir auf. Eine Sache noch. Solltet ihr euch dazu entscheiden, oder sollte Fex sich dazu entscheiden, euch Gendarion Paligan zu schicken. Ich glaube, ich möchte versuchen, mit ihm zu reden. Ich denke nicht, dass es zu etwas führen wird. Aber vielleicht ist es erhellend. Oder vielleicht ist es auch nur ein gutes Ablenkungsmanöver für jemanden, der sich in seinen Rücken bewegen könnte. Mir gefällt, wie ihr denkt. Ja, wenn sich eine solche Chance ergeben sollte, so würde ein jemand diese Chance bestimmt nutzen. Nun, dann lassen wir uns davon überraschen, was sich ergibt. Nun, der Herr Fex hat einen ganz bestimmten Weg vorgesehen, aber wir sind diejenigen, die diesen Weg beschreiten. Und nun... Oh... Hattet ihr Besuch? Hier steht noch eine Flasche Wein und zwei Gläser. Ja, so manch einer kommt in dieser Nacht noch einmal ins Grübeln und sucht jemanden zum Reden. Nun, mit euch hat man die beste Gesellschaft. Wer könnte es dieser Person verdenken?
Aber nun muss ich los. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht und wundervolle Träume. Wir sehen uns morgen und seid bereit. Ich werde da sein. Hex mit euch. So wie wir alle. Und Raya mit euch. Gibt es noch andere Gespräche, die jemand führen möchte? Mendarion! Mendarion, ja. Mit? Mit wem? Zulamin, I guess. Allen, I don't really care. Wie du willst. Du kannst dich auch zu Haldan und zu Abemir setzen. Ich möchte darauf hinweisen, Abemir, umso mehr Zeit du mit Haldan verbringst, umso mehr Zweifel hast du an eurem Plan, dass dieser Mann den Splitter transportiert. Ja, er ist unsere einzige Wahl, die wir haben. Ja, aber er ist ein starker Schamane, sagen zumindest die Goblins. Genau. Ja, komm, jetzt haben wir auch kein Konzept. Und vermutlich ist es auch einfacher, ihn zu töten, sollte er versucht werden. Jedenfalls, der geht schon zu Zulamino, halt, ist ihm relativ mir egal, wann, wo, wie und wer warum ist. Okay, so. Okay. Vielleicht findet dieses Gespräch oben an Deck statt, so, keine Ahnung, wo der Wind über das Schiff streicht. Möglich. Er sieht überraschend ernst aus, als er an dich herantritt. Ah, Zulamin. Mendarion. Ich habe nachgedacht. Wollt ihr uns verlassen? Nein. Ich werde mit euch gehen. Wirklich? Ich habe den Wind und das Wasser gefragt. Es hat gedauert, denn er gestikuliert ein wenig über die Bucht draußen. Nun, das ist sehr... Man sagt mir immer, ich soll keine elfischen Wörter verwenden, wenn mir eins von euren nicht einfällt, aber mir fällt kein Gutes ein. Und sie sind sich einig, dass was dieser Mensch, den ihr dort verfolgt, vorhat, tatsächlich ja aus den Umtrieben meines alten Feindes erwachsen ist. Es gefällt mir nicht, aber es ist wohl meine Pflicht, da mitzugehen. Es wird euch nicht gefallen, wohin wir gehen, aber ich denke, es wird niemandem von uns gefallen. Also habt Dank, dass ihr uns in dieser Stunde beistehen wollt. Den dir ansiehst, er sieht ein wenig seltsam aus. Irgendwie die Federn in seinem Haar sind ein wenig zerrupfte und seine Haut glänzt nicht mehr ganz so sehr, wie du sonst im Sonnenuntergang das Gefühl hattest. Er sieht irgendwie stumpfer aus. Oder normal, wenn du es so möchtest. Habt ihr Angst? Nein. Was auch immer passiert, ist jetzt bereits entschieden. Für mich. Jedenfalls. Und für den Rest der Welt können wir nur tun, was wir tun können. Ihr wirkt irgendwie anders, aber vermutlich liegt das an eurer Entscheidung. Nun, wer mit dieser Sphäre sich verbindet, der wird mit ihr verbunden. Dann wollen wir dafür sorgen, dass diese Sphäre nicht untergeht. Das auch. Naja, ich werde wohl die Klingen schleifen müssen. Tut das. Und dann geht er langsam von dann. Und ausnahmsweise benutzt er mal die Treppe. Zulamin, was möchtest du noch tun? Okay, erst noch ganz kurzes Spotlight auf das Lichterfest. Zulamin würde das nutzen, um den Leuten Mut zuzusprechen, ja, sich sehen zu lassen, ihnen Hoffnung zu machen. Sie ist eigentlich auch ein ganz klein bisschen paranoid und hat jetzt Tamayat so als Leibwächter dabei. Und ich stelle mir vor, dass die Beschwörung von dem elementaren Meister des Feuers vielleicht so spät abends bei dem Lichterfest ist und sicher auch einige Leute erschreckt. Also, dann sorgt sie quasi dafür für Ruhe und sagt, keine Sorge, er ist auf unserer Seite. Denn er ist ja schon sehr furchterregend. Und
dann wird sie noch in einer ruhigen Minute, nicht in der Nacht von dem Lichterfest, Canicetiana in der Kapitänskajüte empfangen. Und zwar sind noch anwesend zwei kräftige Matrosen, die vor Canicetiana eine Kirschholztruhe abstellen, die mit Rosen- und Dornenranken beschlagen ist. Und Sulamin reicht ihm einen Schlüssel. Lange habt ihr sie begehrt. Nun gebe ich sie euch freiwillig. Eure Tagebücher. Genickt. Ich kann mich daran erinnern. Mein Verlangen ist sicherlich abgeklungen, war es doch unnatürlich, aber selbstverständlich werde ich sie sehr gerne lesen, aufbewahren oder vervielfältigen, ganz wie ihr wünscht. Ich vertraue sie euch an. Sollte ich sterben, mögt ihr damit verfahren, wie es euch richtig scheint, nachdem ihr ihren Inhalt gelesen habt. Ihr kommt aus Fasar? In der Tat. Er nickt. Ich werde sie nach Fasar bringen. Das ist etwas, womit ich sehr gut leben kann. Das habe ich mir gedacht. Selbstverständlich werde ich sie lesen und vielleicht auch vervielfältigen, damit sie in anderen Bibliotheken ausliegen, so man sich an diese Tage und an diese Helden erinnern möchte. Sicherlich nicht nur an euch, sondern an die Vielzahl derjenigen, die euch begleitet haben. Ja, ihr werdet in diesen Tagebüchern auch vieles über sie finden. Die Götter mit euch, euer Gnaden. Mögen wir uns wiedersehen. In langer Zeit. Und wenn Canicetiana gegangen ist, zieht sie noch Tekala an. Letzte Chance, Tekala. Wenn du an Land gehen willst, dann ist jetzt der Moment. Nein. Diamantes hat mir meine Freiheit gegeben. Das bedeutet mir alles. Das ist meine Familie. Und wir sind stolz auf dich. Außer euch kenne ich keinen. Nur euch und Al-Anfa. Meine sind tot, die aus den Spinnenbergen. Ich gehe dieses Mal mit euch unter. Oder auch nicht. Dann überleben wir alle gemeinsam. So soll es sein. Er kommt weiter auf dich zu und umarmt dich. Ja, Sulamin umarmt ihn auch. Du bist ein mutiger Junge, Tekala. Ich wünsche dir, dass du noch ein langes Leben hast. Von den Kekewanak sind alle so. Wenn wir überleben, bringe ich dich. Wir gehen an Land bei uns und ich nehme dich mit in die Spinnenberge. Mein Stamm ist tot, aber da sind noch andere von den Kekewanak. Noch viele andere Tabus, die wir bewachen. Und ich zeig sie dir. Nicht die Tabus, aber die anderen Stämme. Wie mutig und stark die Kekewanak sind. Ich würde mich sehr freuen, eines Tages deine Heimat zu besuchen. Ich mich auch. Damit macht er mehrere Knickse und Verbeugungen und dreht sich dann um und geht. Noch jemanden, den du einbestellen magst. Ich habe noch was zu besprechen fürs Finale, aber das ist eher eine sachliche Angelegenheit. Das können wir vielleicht auch noch machen, nachdem wir ins See gestoßen sind. Gut. Dann fehlt da noch jemand anderes. Genau, ich wollte mit Angroschminia ja noch sprechen. Genau. Angroschminia, bist du da? Ja, selbstverständlich, Boltax. Moment, ich leg kurz die ganzen Sachen weg. Es ist nicht so, dass noch irgendwas benötigt wird. Wir sind seit 4 Tagen fertig. Nur ich lenke mich gerne ab mit solchen Dingen. Naja, jetzt kommen die Drachentage und ich weiß ja, was uns erwartet. Ja, ich weiß. Nun, wir hatten das Lichterfest und alles und jetzt sieht es doch sehr düster aus. Aber das Schiff ist in bestem Zustand. Du hast wahrlich großartige Arbeit geleistet. Ja, was anderes habe ich von dir auch nicht erwartet. Ja, das ist ja eine Leistung von uns allen.
Wir sind ja, ja alle super hier. Natürlich, das stimmt schon. Aber du musst mir schon verzeihen, wenn ich dich da hervorhebe, weil ich finde dich schon ein bisschen mehr super als die anderen. Ja, das kann ich auch, verstehen, Boltax. Dann wird er ernst. Angoschminia, ich muss aber etwas mit dir besprechen. Es geht um das, was passieren wird und was passieren kann. Und nun, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und deshalb habe ich fürs Lichterfest. Naja, die Menschen schreiben da die Sachen auf den Zettel auf, die sie im letzten Jahr bereut haben, die Sünden, die sie begangen haben. Aber mir ist nichts eingefallen. Also, ich hatte mir eigentlich nichts vorzuwerfen. Und dann habe ich an eine Sache gedacht, die ich noch tun werde in diesem Jahr. Und das ist die Sache, die ich aufgeschrieben habe. Ich wollte, dass du es weißt. Ich wollte, dass du dann diesen Zettel verbrennst. Bitte, hier, nimm ihn an dich. Und ich würde ihr ein gefaltetes Pergament geben. Sie greift danach, guckt dich an und du siehst, wie eine Träne ihr Auge runterrollt. Eine zweite, eine dritte Träne. Ja, und ich küsse dreimal den Ring und fange selbst an zu weinen. Sie ist weg, verschwunden. Tut mir leid. Es tut mir so leid, Angoschminia. Sie hatte nicht einmal die Chance zu schreien, zu protestieren, dir gegen die Brust zu trommeln. Da ist nur noch dieser Geruch nach Ozon. Du hast sie jetzt mit einem Transversales nach Kunchum geschickt? Ganz genau. Okay, damit ist sie verschwunden. Deine Sünden, die du aufgeschrieben hast, sicherlich ein Abschiedsbrief, ein Bitten um Verzeihung. Es ist nur die eine. Es ist, das steht tatsächlich nur auf dem Zettel. Es tut mir leid, dass ich dir diese Entscheidung abgenommen habe. Ich liebe dich für immer, Voltax. Ja, und dann bleibe ich weinend auf dem Boden sitzen. Und so vergeht die Nacht.